So, Leute, und hier sind wir auch schon wieder mit einem neuen Part von Let's Play Gogo Eggman 1, wohlgemerkt. Jetzt sage ich mal 1, weil das ist der erste Teil. Es gibt insgesamt 3 Teile, die ich alle spielen werde. Und das ist, wie gesagt, der erste und auch der erste, den ich spiele. Ich werde sie alle nach der Reihe abgehen. So. Frankenstein-Monster-Arsch. So. Okay, hier darf ich nicht reinfallen. Sache, sowas mag ich ja. Oh, hier, ja, deswegen, sowas. Boah, so ein Scheiß. Komm hier runter. So. So. Wunderbar, ja. Und das ist eine Videospielreihe von Akira Toriyama. Ich weiß nicht, ob das von dem selber jetzt ist, genau. Auf jeden Fall hat er den One-Shot dazu gemacht und halt auch das Charakterdesign. So, aua, natürlich. Boah, wäre noch der Speer in mich eingeflogen. Nein, hey, aber gekotzt, ey, so. Ja, und wir haben im letzten Teil irgendwie eine Stripperin oder so fertig gemacht. Und ein Seeungeheuer und einen komischen Kämpfer und so. Alles mögliche an Endgegner, also. Man kann es. Natürlich. Komm, ich will da nochmal dran. Natürlich komme ich da jetzt nicht mehr dran. Also da möchte ich dort gerne nochmal... Natürlich, ich komme nicht... Oh, das ist doch scheiße, ich komme da nicht mehr dran. Nee, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass dieses Spiel jeweils immer... Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen. Immer, ja... No, ein Endgegner, also einen sekundären... beziehungsweise, ja... Was heißt sekundären? Ein Vorboss und einen richtigen Boss hat, also... Dementsprechend ist jedes Level irgendwie in 2 oder 3 Abschnitte aufgeteilt, je nachdem. So. Auf jeden Fall befinden wir uns hier jetzt gerade im... Oh, natürlich, du bist doch ein Penner, bist du doch, Farek. Scheiß Speer... Scheiß Ritter da. Jetzt muss ich wieder aufpassen hier. Oh. Ein bisschen unpräzise. Ein bisschen unterbelichtet und ein bisschen unscharf. So. Komm, schieß deinen Speer ab. Ich hau auf dich drauf. Kommt noch mal einer von euch. So. Farek. Okay, ich könnte auch so machen. So, Farek. Oh, das bringt sogar viel mehr. Wow. Mal aufpassen auf Speere, auf alles Mögliche. Aber das bringt viel mehr, wenn ich so einen Bodencatcher mache. So. So. So, hier müssen wir mal aufpassen. Oh, ist doch ein Scheiß. Das nächste Mal war ich ein Safe State davor. Weil ich weiß sowieso, dass ich wieder verreck. Oh, ist doch ein Kacki. Oh, ist doch scheiße. So, ja, komm. So. So, ich renne jetzt einfach durch. So. Oh, bist doch ein Penner. Bist doch ein Penner, bist du doch. So. So. Ich weiß, ihr kommt hoch. Ein bisschen an von Mega Man geklaut. Von dem Needleman Level, finde ich. Die sehen im Grunde genommen genauso aus, diese Stachelfallen. So, ich mache wieder Bodencatcher. Das bringt viel mehr. So, Bodencatcher. Ja, auf. Passen. Oh. Auf Speere wollte ich eigentlich sagen. So. So. So, hier noch nicht. So. So, hier mache ich jetzt ein Safe State hier. Das kotzt mich jetzt an. Deswegen. Gar nicht dran. Wie soll denn das bitte gehen? Natürlich. Ja, das klappt auch nicht. Augenblick mal. Das muss doch irgendwie funktionieren. Ich mach das mal von hier, so. Ach Gott. Ich lasse ihn jetzt nach oben fahren. Und dann... Ja, das bringt mir nichts. Das ist doof.
Muss ich das von hier ungefähr... Nee. Muss warten, bis der runterfährt. Ja, das bringt gar nichts. Das ist voll kacke. Das ist voll... Oh, voll poröde. Oh ja, natürlich. Du machst wieder so ein... Scheiß... Drift oder sowas. So, ich möchte an das Schwert und an das Herz dran. Das muss doch... Ich wollte sagen, das muss doch irgendwie möglich sein. Ist das denn... Oh, ist das denn die Möglichkeit? So. So, Bombe. Sag ich wenigstens... Oh, natürlich! Und mein Schwert ist auch weg. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Für... Also das ist kein Spiel für Anfänger, das sage ich schon mal. So. 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 Ich finde das voll scheiße, dass ein nach einem Treffer sofort wieder alle Items weggenommen werden. So. Ein bisschen schlecht erdacht. So. Wow. So. Ich muss auch noch auf Gegner da oben aufpassen. So. Komm, Ende. Ja, oh, Ende, endlich. So. Was ein scheiß Level. Wow, was bist du denn? Wow! Aua, ey! So. Okay, aua, er gräbt! So. Ja, nur aufpassen hier, weil er hier so rumgräbt. Oh, ist doch ein Kack! So. So. Okay. So. So, ich habe ihn geschafft. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Oh, was ist das denn? Ich mache wieder Safe State. Ist das ein Trampolin? Boing. Tatsächlich, boing. Was ist das denn da oben? Wow, die schmeißt mit Krügen. Und hinterlässt Herzen. Aua, oh, natürlich. Nee, so nicht. Ach Gott. So. Die müsste man immer haben, die Dinger, so. Da komme ich natürlich nicht dran, so. Oh, wir kommen viel zu schnell runter. Das geht nicht, so. Ich guck mal hier. Es kommt runter. Ist jetzt ein bisschen... Das geht doch gar nicht. Kann ich das kaputt machen? Kaputt machen kann ich es auch nicht. Ah, ich habe eine Idee. So. So. Ich wollte gerade sagen, das... Geht doch nicht mit rechten Dingen zu hier, so. Herz wollte ich auch noch haben. So. Bleh. Ich wollte schon gerade sagen, sind hier überall die komischen Frauen hier, die mit Krügen schmeißen. Aber die hinterlassen immer Herz, das ist herrlich. So. So. Moment, so. Aua. Okay, sie hinterlässt immerhin ein Herz. Oh, zwei Herzen hat sie jetzt hinterlassen. Ach, na toll. Das macht mir gar nichts aus. Oder auch nicht. Wow! Aua, oh, du blöder Ritter. Verreck. Ich muss mir mal merken, dass die immer hier so... ein Bodencatcher viel mehr bei dem bringt, so. Noch, na toll. So. So. Anlauf nehmen. Weißt du, was hier... Was ich hier machen soll? So. Und ich hab's wieder geschafft. Und Speicherung. Wow. Was bist du denn? Gatsch. Kann man dich auch treffen? Aua. Aua. Aua, ey. Okay, er zieht mir auch Energie ab. Aber wie muss ich... Das würde ich jetzt echt gerne mal wissen. Wie soll ich den bitte treffen? Ich treffe den nicht. Vielleicht, wenn er seinen Kopf da so runter... Sein Kopf runterkommt. Ah, ah, seinen Kopf muss ich treffen. Okay. Und ansonsten immer auf das Feuer aufpassen. So. Aua, ey. Komm doch mal mit deinem Kopf. Mr. Stinky Katzenkopf.
Oh. Nee, nochmal. Ich muss wohl auch irgendwie, also ich... Ist wohl auch so ein Punkt, dass ich... Dass den Sand nutzen soll, nehme ich mal an. Weil dadurch kann ich viel besser abblitzen. Ey, das ist doch... Der kommt da immer so kacke runter. Nächstes Mal, wenn ich ihn nicht treffe, dann schmeiße ich eine Bombe. So. Hätte ich den da jetzt nochmal treffen können? Fragezeichen. 3 wohlgemerkt. So. Nimm, 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 nimm. Jetzt komm, so. Du blöder Schweinekopf. Also das soll irgendein Geist sein, aber warum hat der einen Totenschädelkopf? So. Warum ist er hier in der Pyramide, wenn er wenigstens wie ein Pharao aussehen würde? Dann könnte ich das ja noch verstehen, aber so? Da kann ich das nicht verstehen. Ich will das nicht verstehen, ich kann das nicht begreifen, so. Ja, ich weiß, ihr schießt immer... Ey. Das schießt ruhig, mir macht das hier nichts aus. So. Boah, der hält aber viel aus mal für den Endgegner. Aber die anderen, die haben nicht so viel ausgehalten. Allerdings hat er eigentlich auch eine relativ einfache Taktik. Zwar nicht so einfach wie die Stripperin vorhin, aber das geht. Er ist nicht sonderlich schwierig. Aua, okay, jetzt habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Aber ich finde eigentlich letztendlich das Schlimmste an allem ist eigentlich nur das Feuer. Na toll. Muss man halt ein bisschen drauf aufpassen. Und das kommt viel schneller als vorher. So. Jetzt muss ich wirklich ein bisschen aufpassen. So, und ich habe ihn geschafft. Und ich habe wieder eine große Seele. Komm, sammel es ein, Gordon. Stage clear. 350 Seelenpunkte. Naja. Zeus, Buster's got me, go me out here, fall out this trouble. Let's go home now, Eggman. My killer Eggman's going to go home. Living with us, settling this, what, with my killer. Jetzt wollen sie dann auch noch auf dem Weg nach Hause aufhalten. Underground Traps. Na, das hört sich ja schon wieder toll an. Was? Tenchi. Achso. Tenchi, this plan won't fail. What plan? This time we feed Eggman to a cube monster. It's talk skin and impenetrable. It'll be fun to watch Eggman struggle. Oh, I sure hope so. I'm so piercing, I can be so evil. Du bist doch krank, Mike Keller, oder wie du heißt. We can't go on the cliff, it's too big. It's easy, I got something for you. Was? Put on this jetpack. Okay, cool, ich habe ein Jetpack. It turns on my holding jump longer. Okay. Here we go. Okay, ich mach mal wieder ein Safe State. Ich hab genau jeden Jetpack. Was ist das denn für eine Kacke? Ey, oh nee. Ich hab aber Bombe weggeschmissen. Okay, wenn das nicht klappt, dann... Ah! Ach, okay. So. Ich muss den Sprungknopf sofort nach dem Springen gedrückt haben. Was ist das denn? Ein Bumerang oder sowas? Wow. Eine Hexe. Und ein Engel. Aua! Na, immerhin. Immerhin. Hätte die Spinne kaputt. Komm mal her, du Kack-Bumerang. Ah, okay.
Boah, Hexe. Nein! Ach Gott. Na toll. Naja, egal. Jetzt habe ich immerhin wieder viele, viele Leben. Jo. So, wieder ein Safe State machen. So. Hui. 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 Und da müsste jetzt eigentlich genau der Boomerang sein. Nein. Ach, du bist doch eine Sau, bist du doch. Du scheiß Engelarsch. Die haben mir meinen Boomerang weggeschossen. Na toll. Was ist denn das? Egal. Ich springe einfach hier rüber. Ist eine Bombe. Ach Gott. Nee. Das war gemein. So. So. Bäh. So. Gerade hat es viel besser geklappt. So. So. Mit meinem Boomerang nämlich. Bäh. So. Die kriegen aber eine reingesemmelt, ey. Uäh. Verreckt. Uäh. Aua, ey. Die schießt. Ganz übel. Allerdings habe ich wenigstens kein Herz verloren, sondern... Aber ich habe einen Boomerang verloren. Das ist auch scheiße. So. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich, glaube ich, wieder unverwundbar. Uäh. Oh, na toll. Nee. Das ist gemein. So. Ist ja egal, so. Spinne auf dich, kack ich drauf. Jetzt sinkt der schwierig, also jetzt steigt der schwierig, sinkt. Jetzt steigt der Schwierigkeitsgrad doch schon morbide an, so. Da komm, du schießt, ich weiß. Dich habe ich weggeballert. Ich bleib nur noch unten. Ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, weil ich dann. Da kann ich besser sehen. Natürlich! Ach, bist du eine Sau! So. Das ist ja wie bei Castlevania, bei den alten Spielen. Passt vor allem nicht auf, ist man sofort tot. So. Ein Boomerang. Und wieder Hexensau. Hätte eigentlich auch... Ja gut, jetzt habe ich den Engel getroffen. So. Darauf passe ich schon auf, so. So. So einfach kann man es sich doch manchmal machen. Es schaut sehr gefährlich aus, aber es geht eigentlich. So. So. Ja, ich sollte wirklich nur noch unten bleiben. Ist, glaube ich, ein bisschen ungefährlicher für mich. So. So, wunderbar. Spinne. Spinne. Ab hier unten geht's. Ach, na toll. Mein schöner Boomerang. Ich hatte ja schon Schiss, ne? Ah, ein Herz. Wunderbar, so. Ich hab Angst, dass ich runterfalle. Natürlich, ja, ich weiß auch, warum ich Angst hatte. Ist doch ein Scheiß. Wie oft muss ich das Level eigentlich noch wiederholen, so? So. So. Hoch da. Bläh. Ey, ich hab doch mein... selber Schwein gehabt. So, ich bleib unten. Das war ja sehr viel sicherer, meiner Meinung nach. So. Uah. Auf die Hexen muss man aufpassen, aber die können einen teilweise das Leben schon ziemlich zur Hölle machen. So, wisst ihr, was ich jetzt... Okay, jetzt noch nicht. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Na, na toll. Aua. Ich mache jetzt mal ein Safe State, so. Wenigstens geht mein Jetpack nicht weg. Das wäre ja noch schön. Da muss ich mir vorstellen, mein Jetpack wird weggehen. Da würde ich das gar nicht schaffen.
Ich finde ich scheiße, dass mein Boomerang nicht mehr da ist. So. Ah, oh. Nee. Warum ist der da eigentlich noch da? Ich hatte den da schon längst verloren. Arex, ja. So, ach, natürlich. Haha, eine Bombe, so. Bombastisch. Hier müssen wir mal aufpassen. So. Ein Herz ingesammelt. Okay, da habe ich Schwein gehabt. So. Hier bin ich ja vorhin runtergefallen. So. Oh, das kacke nur mit den Bäumen hier. So. Nein, wo? Schwein gehabt. Na, immerhin nur ein Herz verloren. Obwohl ich es hätte, ist mir auch zu... No, nee. Ich wollte eigentlich sagen, ich hätte es mir auch zurückholen können, aber scheiße. Sag ich mal so. Verreckt. So. Na. Gnarf. Da hab ich auch Schwein gehabt, so. Komm, Bombe. Oh. Herrlich, so. Verreckt. So. Ja, rüberrennen. Hier kracht wieder alle drunter. Quatsch, so. 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 Bist du eine Sau? Ja, ich mache an dieser Stelle erstmal wieder Schluss und sag bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.